Disput Berlin. So geht Streiken. Das Thema: Ohne Religion wäre die Welt besser dran. Der Theologe Wilhelm Imkamp. Die Volksfrömmigkeit hat die Aufklärer und Pastoralisten aller Jahrhunderte immer zur Weißglut getrieben. Macht Ihnen Spaß, einen katholischen Priester zu zensieren? Glückwünsche. Ja, macht mir sowieso Spaß, hier mal das Wort erteilen zu dürfen. Sie sehen, wie demütig wir sind. Dass ich mich noch mal bei einem Mathelehrer bedanken würde, nach meiner Mathematikkarriere, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Herr Müller, ganz herzlichen Dank. Was Sie gesagt haben, liefert mir eine Steilvorlage. Für die könnte ich Ihnen ein Küsschen geben, aber das wäre dann Missbrauch. Sie haben gesagt und gesprochen von einer primitiven Hirtenkultur, auf der unsere Religion basiert. Wissen Sie was? Der Mann hat recht. Pius XI. Hat es schon gesagt. Religiös sind wir alle Semiten. Jawohl, ich bekenne mich zu dem, was Rosenberg den Wüstendämon genannt hat. Ich bekenne mich dazu, religiös semitisch zu sein. Zweitens, dass ich mal mit dem Dank geht, ich danke mich noch weiter. Sie haben diese tolle Aktion organisiert mit dem Autobus. Klasse. Und zwar besonders toll ist die Klammer. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Wissen Sie, was das ist? Das ist das, und jetzt instrumentalisiere ich nicht etwas, sondern ich berufe mich ausdrücklich auf den Spiegel nach Aust. Entschuldigung, Herr Aust. Auch nach Ihnen ist der Spiegel noch zitierbar. Was wir in Japan erlebt haben, ist die Explosion eines Restrisikos. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird kein Kernkraftwerk in die Luft gehen. Mit großer Wahrscheinlichkeit, Klammer zu. Und dass ein Mathematiklehrer diesen Satz bringt, ohne dabei den anderen Mathematiker, der allerdings nun wirklich genial war, zu bringen, das ist schon grenzwertig, nämlich Blaise Pascal. Pascal, der Begründer der Wahrscheinlichkeitsrechnung, mit seiner berühmten Wette: Wenn Sie an Gott glauben und so leben und Sie stellen nach Ihrem Tod fest, dass es Gott nicht gibt, haben Sie nichts verloren. Wenn Sie so leben, als ob es Gott nicht gäbe, und Sie stellen nach Ihrem Tod fest, dass es Gott gibt, sind Sie ganz schön im Eimer. Sie haben die Wahl zwischen Gott als Restrisiko à la Bruno-Stiftung und den, vielleicht auch Herrn Posner, Gott als Restrisiko oder Gott als die Ressource Ihres Lebens. Entweder ist Gott die Ressource, in der wir auch Leid bewältigen können und unseren Alltag bewältigen können, oder Gott ist das Restrisiko und dann fliegt es uns um die Ohren. Und dass es das nicht tut, dafür sorgen wir. Und Herr Aust, ich bin gerne bereit zu einer Taufe zu Sonderkonditionen im Rahmen des Kirchenrechts. Darüber sprachen wir vorhin schon. Das ist aber nicht Teil der Veranstaltung dann. Frau Professor Frommel, ich verfüge über eine gewisse aktive Beerdigungserfahrung und habe schon manche Beerdigung erfolgreich hinter mich gebracht. Auch da ein kurzer Vermerk in Ihrem Testament würde reichen und ich fahre nach Hamburg. Danke, meine Damen und Herren. Disput Berlin. So geht Streiten.